Am Ende jubelte dann doch der große Favorit. Belgien gewann das Rugby-Länderspiel in Heusenstamm gegen die deutsche Nationalmannschaft mit 30:29. Dabei war Deutschland nah dran an einer Überraschung. Zur Pause führten die Gastgeber noch mit 22:9. Ich denke mal, wir waren in der ersten Halbzeit klar besser und haben auch das bessere Rugby gespielt, das attraktivere Rugby. Zwar lagen die Belgier vor knapp 1500 Zuschauern zunächst mit 6:0 in Führung. In der ersten Hälfte legte das deutsche Team aber unter anderem drei Versuche zur recht deutlichen Pausenführung. In der zweiten Hälfte kritisierte Deutschlands Trainer Thorsten Schippe dann nicht nur einige umstrittene Schiedsrichterentscheidungen, er war auch mit der Leistung seiner Mannschaft nicht mehr zufrieden. Wir haben in der zweiten Halbzeit aufgehört, die Bälle von den Kontaktpunkten wegzuspielen, zu wenig gespielt in die Breite, haben uns immer wieder dem Gruppenkampf ausgesetzt gegen diese schweren Stürmer. Das, was wir eigentlich nicht machen wollten, nämlich so wie in der ersten Halbzeit weitermachen, das haben wir nicht geschafft. Die Belgier treten nach der Pause das Spiel und setzen sich doch noch mit 30:29 durch. Belgien hat sich mit dem Sieg in Heusenstamm vorzeitig den Aufstieg in die M-Division 1A gesichert. Das deutsche Team wird in der Abschlusstabelle der Division 1B den 5. Platz belegen, unabhängig davon, wie das noch ausstehende Spiel gegen Moldawien ausgehen wird. Trotz der Niederlage der deutschen Mannschaft gab es von Trainer Thorsten Schippe ein Lob für die Gastgeber vom RK Heusenstamm. In Heusenstamm ist immer prima. Natürlich, wir sind hier mal gut aufgenommen und es fehlt uns an nichts. Und hier ist man immer gerne, wenn man Rugby spielen will. Ja, insgesamt waren wir mit der Zuschauerresonanz und auch mit der mit den Spielen als solches sehr zufrieden gewesen. Da haben wir uns ja nun nicht in Unbekanntes reingestürzt, dass die Organisation von der 7. DMs in der Vergangenheit, haben wir gewusst, was auf uns zukommt, und wir hoffen eben, dass auch zur Zufriedenheit der Deutschen als auch der Belgier die ganze Organisation abgelaufen ist. Wir haben eigentlich nur Lob erfahren. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!